Schemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach. Das ist mein Videoblog rund um die Beziehungen, Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute geht's mal wieder um Tinder und so weiter. Lieber Christian, mein Anliegen ist heute das Verhalten beim Dating. Zunächst mal eine Lebenssituation, Ich habe alle Videos von dir verfolgt und auch die Fortbildung zum Liebeschip-Coach gemacht, die jetzt übrigens wieder ansteht im November. Kann man auch super kombinieren mit dem Online-Business-Kurs. Bin natürlich super trainiert im Thema Beziehungskisten, Polarität und so weiter. Aktuell habe ich mich nach reiflicher Überlegung und anderthalb Jahren Beziehungspause bewusst wieder auf den Datingmarkt gegeben. Tinder. Ich weiß, was du darüber denkst und muss innerlich schon etwas schmunzeln. Aufgrund von Vorerfahrung meinerseits, stelle ich mich darauf ein, vielleicht mal geghostet zu werden und sinnloses Hin- und Hergeschreibsel. Ich möchte herausfinden, wie gefestigt mein Liebeschip in der Situation ist. Ja, warum nicht? Zum Online-Dating erstmal genau, warum hältst du nichts davon? Also Leute, wisst ihr, macht es. Ich werde da niemanden mehr von abbringen. Macht, was ihr wollt. Echt, also, ich weiß nicht. Macht sowieso jeder, was er will. Also, geht online-daten und macht eure Erfahrung. Fertig. So, jemals habe ich relativ schnell bei Tinder einen Mann kennengelernt, der schon in seinem Profil die Informationen stehen hatte, er hält nicht viel von der Schreiberei, möchte sich lieber direkt treffen. Das hat auch meiner Vorstellung entsprochen. So, soweit hat alles gepasst. Diesen Mann habe ich vor 4 Wochen zum ersten Mal getroffen und seither sehen wir uns einmal die Woche, allerdings meist für das ganze Wochenende. Weitere Frage, ist das zu schnell? Ach Gott, Leute. Klar, ich sage immer einmal die Woche, aber auch einmal die Woche ist ja auch ein Wochenende, also so what. Meinetwegen. Er hat den ersten Kuss initiiert, was ich unglaublich genossen habe. Ansonsten war er bei den Dates auch immer sehr bemüht um mich, um mein Wohlergehen, hat sich erkundigt und klar gesagt, was er will. Alles ist im beiderseitigen Einverständnis erfolgt, zum Beispiel auch beim Thema Sex. Das war ganz neu für mich, da ich das so nicht kenne. Ich glaube, jetzt klingt jetzt irgendwie krasser, als es gemeint ist. Also auf jeden Fall läuft alles. Gut. Er ist nach einer aus meiner Sicht toxischen Beziehung seit einem Monat Single, und hat auch mit mir drüber gesprochen. Hier komme ich zu meiner nächsten Frage. Darf ich mit meinem Liebeschip-Wissen meine Meinung bei ihm dazu abgeben? Leute, hört auf, andere beraten, therapieren in großen Anführungsstrichen zu wollen. Hört auf damit. Nehmt eure Partner, wie sie sind, und wenn ihr sie nicht nehmen könnt, wenn ihr sie nicht so lieben könnt, wie sie sind, dann sind sie falschen. Fertig. Ende Gelände, aus die Maus. Fertig ist. So, natürlich kann man mal sagen, ja, ich möchte jetzt heute nicht das 5. Mal chinesisch essen, könnten wir heute mal japanisch essen gehen. Also natürlich soll man kommunizieren, keine Frage, aber hört auf. Es sei denn, jemand fragt nach einer irgendeiner Meinung, da kann man es gerne mal sagen, aber würde ich never fucking ever jemals in meinem Leben nochmal machen. Ne? Ich habe den Impuls, alles zu analysieren, das ist aber auch nicht zu sehr, da ich auf keinen Fall die Rolle Es war auch nicht so, dass er mich direkt nach meinem Rat gefragt hat, siehste, sondern ich habe es nur entsprechend kommentiert. Ja, also ich mag das in Beziehungen überhaupt, also ich finde sowas furchtbar. Wenn jemand, also du hast ja jetzt noch gar nicht damit angefangen, ist ja alles gut, aber ich finde es furchtbar, wenn jemand immer, ja mach doch mal das, dann mach doch mal die Übung, dann mach doch mal, dann meditiere doch mal darüber. Also höre ich mir gerne von meinem Coach an, aber nicht von meinem Partner oder vom Kumpel, da will ich einfach Spaß haben, schönen Tag haben und nicht irgendwie mich weiterentwickeln. So, ne? Da ich mir meines ursprünglichen Helfersyndroms bewusst bin und dies in einer vergangenen toxischen Beziehung extrem ausgelebt habe, springt mein inneres Warnsystem an. Ja, das ist doch gut. Genau. Dennoch bin ich mir unsicher, ob vielleicht schon der Impuls falsch ist, es coachingmäßig zu kommentieren. Ja, finde ich falsch. Meine Meinung, ne? Du machst das, was du willst. Ich will ja nicht sein Coach sein, auch wenn mir das sozusagen im Blut liegt. Ich möchte mein Coach sein, bla 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 bla. Okay. Beim zweiten Treffen hat er mir etwas geschenkt. Und ein Foto mit mir davon gemacht. Ich stelle mir die Frage, ist das Lovebombing? Ja, die Frage ist, ja, es ist zu schnell, ne? Meine, ist auch mal gerade ein Monat aus der letzten Beziehung raus. Ich finde es ein bisschen spooky, aber
Lovebombing ist das jetzt nicht unbedingt. Lovebombing ist sowieso das Unkritischste, weil mein Gott, wenn man verknallt ist, dann lovebomb mal ein bisschen. Um uns beiden zu sagen, dass er eine liebe Geste fand. Nee, warte mal, egal. Das dritte Treffen habe ich ihn bewusst zu mir eingeladen. Wie hat es sich ergeben, dass wir das ganze Wochenende waren? Ja, warum nicht? Hangout, have fun, hook up, mein Gott. Nun die nächste Frage. Habe ich das nächste Date damit initiiert? Ja, Gott, dann hast du also mal eins initiiert. Ja. Und befinde ich mich damit im Lovebombing? Ja, also das kann ich jetzt von denen, kann ich jetzt davon nicht sagen, aber wie gesagt, das ist erstmal ist es das Unkritischste von den ganzen Sachen und mein Gott, genieße es einfach. Ich wäre auch gespannt, ob er aufgrund des Ortswechsels zu meiner Hut etwas von seiner männlichen Energie verlieren würde, was ich. Aber no way, er war voll in seiner Polarität, das fand ich gut. Du, 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 du. Am Ende eines jeden Dates habe ich kommuniziert, dass ich ihn gerne wiedersehen würde. Ist das mein Job oder nicht? Ja, wenn du das fühlst, dann sag's doch. Ich sage mal, der Mann macht die Dates, aber du kannst ja sagen, dass du ihn gerne wiedersehen möchtest. Während der letzten Dates hat es sich ergeben, dass er beruflich 2 Tage später zu einer gewissen Uhrzeit in der Nähe meiner Wohnung sein wird, worauf ich sagte, wir können uns ja treffen. Er hat erstmal keine direkte Zusage gemacht. Tatsächlich klingelte an dem besagten Tag das Telefon. Wir haben uns auf einen Kaffee getroffen, ohne Körperkontakt. Das ist das Erste, was mich jetzt stutzig macht. Also ihr habt jetzt schon Wochenenden verbracht. Also ich vermute mal, ihr habt jetzt nicht nur Halma gespielt, nehme ich mal an. Oder Malefiz. Sondern ja, war vielleicht ja mehr. Und wieso gab es dann keinen Körperkontakt, also auch keinen Kuss? Das würde ich jetzt echt komisch finden. Nun sind wir so verblieben, dass wir miteinander telefonieren werden. Und jetzt die weitere Frage. Zeugt diese Ungewissheit von mangelndem Interesse oder gehört das zum Dating-Game? Ja, also Verliebtheit ist ja auch, fängt ja auch viel mit ein bisschen Angst und Nichtwissen zusammen, so, ne? Also es ist jetzt, ja, das gehört schon so ein bisschen zum Dating-Game, aber das finde ich jetzt ein bisschen komisch, dieses Date. Denn ich hatte einerseits schon die Vorstellung auszumachen, wenn man sich wieder sieht, andererseits schaue ich auf meine Tendenz zu Liebessucht und weiß, dass ich es jetzt langsam angehen muss. Gut. Allgemein zu der ganzen Situation. Ich habe ihm nach den ersten beiden Dates klar gemacht, dass ich nicht nebenbei andere Männer treffen werde, um mich nicht zu verwirren. Oder wolltest du damit sagen, er soll keine anderen Frauen treffen? Oder beides? Hm? Dann kommuniziere das. Wir haben auch darüber gesprochen, dass wir sehen werden, was auf uns zukommt. Wir schreiben uns in den Datingpausen so wenig, manchmal mehrere Tage nicht. Ja, also das ist jetzt nicht in sich falsch. Ich kenne es nur so von mir so, wenn man echt verknallt ist. Gott, ich will es gar nicht aushalten, den ganzen Tag nicht zu schreiben. Aber keine Ahnung. Die Treffen kamen aber immer zustande. Nur jetzt hänge ich ein bisschen in der Luft, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht. Irgendwie genieße ich das auch. Will mein Ego hier die Kontrolle übernehmen? Vielleicht siehst du auch etwas das Dilemma in Bezug auf ehemalige, nun schon bearbeitete, co-abhängige Tendenzen. Ja gut, die werden wir ja alle nicht so schnell los. Ne? Ja. Vielleicht siehst du ja auch etwa das Dilemma. Achso, es gibt nur eine Datingpause. Ja, das ist halt immer nicht gut. Also ich verweise immer wieder. Also das solltet ihr euch an die Wand pinnen, an das Video. Meilensteine einer gesunden Beziehungsentwicklung auf YouTube und auch. Ich glaube, es ist auch ein Pro-Kurs. Da haben wir keine also Progredienz ist da eins von den 4 Dingen. Und ja, wenn es nicht vorangeht, immer schlecht. Aber würde ich nicht auf mich, also muss gar nichts mit dir, also muss überhaupt nichts mit dir zu tun haben. Also gar nichts wird das, also auf Tinder würde ich nie irgendwas auf mich beziehen, wirklich. Also, aber gut. Inklusive Ungewissheit, mit der ich früher nicht klargekommen wäre, weil ich Lovebombing gewöhnt war. Also andererseits weiß ich, dass man alles so langsam wie möglich angehen lassen sollte und einfach nice mit sich selbst die Zeit verbringen. Ja, das ist genau das richtige Mindset. Also, wenn ihr euch trefft, genießt es. Ich würde nur nichts annehmen. Also ich würde auch nicht annehmen, dass er Single ist. Ich würde auch nicht annehmen. Also musst alles fragen heutzutage, ne? Aber wenn du, also wenn du an dem Punkt bist, was super ist, dass dieses Liebessüchtchen dir nicht mehr angetriggert wird und du einfach sitzt und denkst, ja, mir ist scheißegal, was läuft, das läuft, was nicht läuft, läuft nicht, ist mir alles wurscht, das ist mir alles Peng, interessiert mich nicht. Ja, großartig, ne? genau.
So, andererseits, ja, genau, ging ohne Dating ja vorher auch. Ich vermute, das alte Denkmuster versuchen, Überhand zu nehmen. Irgendwas an dieser Situation fühlt sich eben falsch an. Ja, also es ist ein typisches Übergangsthema, was du hier hast, nach diesen toxischen Beziehungen. Also von deiner Seite alles gut. Ob das mit dem Typ jetzt läuft, na, ich weiß es nicht. mir ist bewusst geworden, wie toxisch ich selbst sein konnte. Das ist ein Riesenschritt, den wirklich viele nicht schaffen. Also muss man echt sagen. Ne? Also jetzt Pluspol toxisch. Also jetzt nicht, man sollte es jetzt nicht vermengen mit ja, dieses Minuspol hinter ein bisschen manchmal hinterhältige toxisch. Aber es gibt auch so ein Pluspol toxisch, ja. Und was es mit meinem ehemaligen Partner gemacht hat. Dies möchte ich aktuell auf jeden Fall anders machen. Hier stellt sich mir aber das Problem, dass ich es im Kopf weiß, im Herzen aber nicht immer fühle. Ich habe teilweise Angst, auf mich zu schauen, weil ich das immer noch als egoistisch empfinde. Ja, da musst du durch jetzt mal wirklich. Denn wer mich nicht will, wie ich bin, hat sowieso keine Chance. Das ist aber gerade nur eine Kopfentscheidung. Fühlen tue ich was anderes, nämlich Verlustangst. Und das ist dann doch auch nicht mehr authentisch, oder? Ja, erlaubt dir doch, Verlustangst zu fühlen. Also sei nicht so streng mit dir. Das ist auch ein Punkt, den man häufig hat. Und ja, wenn man sich dann versucht, mehr mit dem Kopf zu daten, dass man dann denkt, ich darf jetzt keinen, darfst du Verlustangst haben. Und was ich dir vor allen Dingen raten würde, hör auf dein Bauchgefühl. Wenn du das Gefühl hast, fühlt sich irgendwas nicht richtig an, dann würde ich jetzt erstmal nicht den Fehler bei mir suchen. Habe ich meinen Pluspol-Seite noch nicht genug bearbeitet, sondern ich würde heutzutage immer denken, was ist da dran? Und Datingpausen sind meiner Ansicht nach nie gut. Also es kann ruhig langsam losgehen, aber es sollte eine Progredienz geben, ne? Das war die letzte Frage. Ich danke dir im Voraus für die Kenntnisnahme und würde mich auch über sinnvolle Kommentare freuen, wenn dieses Video veröffentlicht wird. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.